Hallo zusammen. Ich mache mal wieder ein Unboxing über ein Nulaxi Smartphone Halterung. Soll für Smartphones und für Tablets funktionieren. Ich habe bisher noch keine richtige Halterung und habe ein bisschen in Amazon gegruscht und habe diese Nulaxi Smartphone Halterung gefunden. War relativ gut bewertet mit 4,5 Sternen. Und ich wollte jetzt mal ein kleines Unboxing machen. So, schau mal, was drin ist. Ja, Garantiekarte, 24 Monate Garantie und der Nulaxi.com Warranty, ja, kommt mit dem Barcode hin. Gut, dann nehmen wir auf die Seite. Schauen wir uns das Produkt an sich an. Dann haben wir die Schachtel auf die Seite. Das Schachtel ist relativ unspektakulär. Finde ich super. Da wurde ein bisschen an die Umwelt gedacht. Optimal. In den meisten Fällen landet die Schachtel sowieso im Müll. Also völlig uninteressant. Was schon jetzt auffällt beim Auspacken, es ist starr, es ist fest. Also es hält meiner Meinung nach auch ein Tablet sicher, ein Smartphone auf jeden Fall. Ich glaube Tablets bis zu 10,5 Zoll heißt es in der Beschreibung. Und ja, schauen wir mal rein. Gut, also vorne ganz normal Halterung. Schauen wir mal, dann muss ich das rausklappen. Wie gesagt, wird relativ starr, aber trotzdem immer noch gut. Also vernünftiges Maß. Kann man so ausziehen. Schauen wir mal. Fühlt sich nach einem Federmechanismus an im Inneren. Ja, fühlt sich sehr wertig an. Wahrscheinlich soll man die Bänder hernehmen zum Rausziehen. Kann man, funktioniert, passt. Ich habe gerade ein iPad Mini da. Was wir jetzt einfach mal ausprobieren. Mini der, ich glaube, zweiten Generation. Sowas. Scheint wunderbar zu halten. Fällt nicht raus. Ja, sieht soweit recht gut aus. Hält stabil. Ich klemme es mal bei mir an die Tischplatte. Übrigens, zu öffnen, kann man da mit diesem Dreher, der ist recht schön, recht groß. Und ja, kann man so auf die Tischplatte eben anpassen. Das ist eigentlich, finde ich, gut gelöst. Innen ist gummiert. Damit einfach der Grip besser ist. Und jetzt würde ich sagen, probiere das einfach mal aus. Gut. Ging jetzt sehr flott. Und wie man sieht, hält es auch unglaublich gut. Ein bisschen zurück tun. Also ich kann es relativ gut einstellen, wie es will. Oben, man sieht es richtig. So. Wie gesagt, kann man es super gut einstellen. Wackelt am Anfang natürlich ein bisschen durch den Arm. Das ist ganz normal. Wenn es aber aufgehört hat zu wackeln, ist auch sehr ruhig. Ich glaube, man sieht es recht gut. Ist alles sehr ruhig. Ja. Kann mich ehrlich gesagt auf den ersten Eindruck, auf den ersten Blick nicht beschweren. Ich drücke mal drauf. Also es wackelt nach.
aber es geht in die ursprüngliche Position zurück. Es ist nicht so, dass es irgendwie nach unten, sich nach unten biegt, dass es irgendwie mein Tablet jetzt zu schwer wäre. Wie gesagt, ich habe hier nur ein iPad Mini. Aber das sieht auf jeden Fall schon mal sehr vernünftig aus. Und ja, also ich könnte mich auf ersten Blick nicht beschweren und könnte das jetzt definitiv empfehlen. Wie gesagt, ist echt leicht einzustellen. Super. Und hält auch. Kann man mal so machen. Kann man hinten ein bisschen hochgehen. Also wie gesagt, zum Drehen super. Bleibt sofort in der Position stehen. Funktioniert einwandfrei. Kann man ein bisschen weiter drehen. Also alles möglich. Hier hinten ist noch ein Drehgelenk drin. Also man muss quasi nicht um 180 Grad die Stange drehen, sondern da ist wirklich ein Drehgelenk drin. Das dreht sich wunderbar hier hinten. Und ja, du kannst es auf jeden Fall dann super drehen. Von mir gibt es eine Empfehlung. Teil, glaube ich, hat gekostet bei Amazon regulär knappe 40 Euro aktuell mit einem Gutschein. Puh, ich glaube 34, 35 Euro. Ich denke, ist allemal wert. Werde ich jetzt für meine Unboxing-Videos hernehmen und für irgendwelche Reparatur-Videos und und. Ich hoffe, das Video hat euch auch gefallen. Wie gesagt, bisher war es bei mir ein Provisorium. Und ich hoffe, das Teil macht meine nächsten Videos besser. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch heute gefallen und würde mich freuen, wenn ihr mal ein Abo da lasst. Ja, hier unten noch werde ich das Teil als Affiliate-Link posten. Wer nicht weiß, was ein Affiliate-Link ist, Affiliate-Link ist, ich kriege eine kleine Provision von Amazon, ihr zahlt aber nicht mehr. Ich bin quasi nur der Vermittler und kriege eine kleine Vermittlerprovision. Ihr könnt es natürlich auch ganz normal auf Amazon gehen und das Teil bestellen. Wie gesagt, das ist eine Nulaxi Tablet-Halterung und liegt so, wie gesagt, preislich um die 40 Euro. Echt ein schönes Teil und kann ich echt nur empfehlen. In diesem Sinne, lasst mir ein Abo da, Daumen nach oben wäre super und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.